Bertel Seebacher übernimmt das heute wieder für uns vom Restaurant Kraftwerk in Oberursel. Süßes. Was Süßes mit Eiern. Lass mich raten, ich würde mal sagen, Crème Brûlée. Ach, da hat schon jemand gespickt, oder? Ja, klar. Nein, auf jeden Fall. Crème Brûlée, Klassiker. Wir haben ja vorhin in der ersten Stunde schon so hart arbeiten müssen. Jetzt machen wir was Schönes, Leichtes, auch für uns von den Arbeitsaufwand. Relativ unkompliziert, was man gar nicht glaubt. Und, dann legen wir los. Super zum Vorbereiten. Genau, wir machen eine klassische. Also das heißt, Hauptzutaten sind mal Sahne, ist Milch, sind Eier logischerweise, damit wir bei dem Thema bleiben. Wir machen Orange und Vanille als Aromageber rein und haben somit eine Orangen-Vanille-Crème Brûlée. Womit kann ich helfen? Ja, so viel Arbeit haben wir gar nicht. Aber Sie können schon gerne ein bisschen die Orangenschale in die Milch reintun, so ein bisschen reinreiben mit der Reibe. Ich gebe parallel noch den Zucker rein, weil wir müssen in der Milch den Zucker auflösen. Das ist doch wohl hoffentlich eine Bio-Orange. Aber sowas von Bio und gewaschen. Und gewaschen. So wie dick, also reicht das so oder noch mehr davon? Nein, genau, man sollte das Weiße nicht bis zum Weißen, weil dann kommen die Bitterstoffe raus. Okay, genau. Dann habe ich das ja instinktiv richtig gemacht. Sensationell. Genau. Dann werden wir auch noch, ganz ein wichtiger Aroma geben, weil ist hier die Vanilleschote. Muss man einfach in der Mitte, die schneiden wir auf und dann kratzen wir einfach das Mark raus. Die aufgeschnittene Vanilleschote kann man nachher auch immer wieder wunderbar in Zucker reingeben, ja, so als kleiner Tipp. Und dann kann man sich einen wunderbaren Vanillezucker machen. Man sieht jetzt gleich, wenn wir da so durchgehen, so, das ist da jetzt das Mark von der Vanilleschote und das wollen wir primär. So, dann auf, was ist so, so eine ganze Vanilleschote, wie teuer ist die? Ja, also wir haben jetzt da ja die halbe habe ich daheim lassen. Nein, das haben wir jetzt, ich glaube, die kostet so 1, 2 Euro. Ach, das geht ja. Das ist jetzt ich dachte, das wäre viel teurer. Nein, das ist eine schöne normale Bourbon-Vanille. Wie gesagt, wir nehmen da jetzt auch nur ungefähr ein Viertel davon. Kann man nochmal verwenden, den Rest, also das ist wunderbar. Genau, machen wir warm. Man sieht ja jetzt auch schon, ich glaube, das reicht doch. Echt? Perfekt, ja, super. Man riecht es gerade in der Schale. Da ist so ein tolles Aroma drinnen, auch viel mehr wie im Saft. Oder? Also wenn man da jetzt schon mal reinriecht, das ist toll. Das ist so das richtige, tolle Orange und Vanille. Das ist genau, was wir haben wollen. Und darum haben wir auch schon die Basis unseres Geschmacks. Der Zucker sieht man. Das ist das Einzige, da sollte man ein bisschen gucken, dass sich der jetzt auflöst. Weil wir wollen den Zucker nicht am Boden, sondern bei der Crème Brûlée noch und oben drauf. Damit man ihn nachher dann auch hier schön mit dem Brenner bearbeiten kann. Ja, aber das ist dann der andere, ganz genau. Also da werden wir mit Feuer nochmal arbeiten. Ich hoffe, wir haben einen Feuerlöscher in der Nähe. Ja, der Brandschutz ist informiert. Ich habe extra einen kleinen Bunsenbrenner mit dir. So, also man sieht jetzt, ich zeige das mal ganz kurz in die Kamera, der Zucker hat jetzt eigentlich aufgelöst und die Vanille ist zwar jetzt nur in so kleine Stückerl, aber wir mixen das gleich nochmal. Mhm. Das heißt, jetzt müssen wir ein bisschen mit der Temperatur runtergehen, weil wir wollen ja, dass das Ei, im Speziellen hier das Eigelb, im Prinzip erst nachher stockt. Das heißt, wir geben das dann in den Ofen, den haben wir uns schon mal vorgeheizt. Also im Ofen soll das Ganze dann erstocken? Genau. Wir machen hier eine Grundmasse, also jetzt nochmal die Sahne dazu und dann das Eigelb. Wichtig ist, wie wir jetzt gesagt haben, das soll natürlich jetzt nicht über 60 Grad haben, weil sonst haben wir hier so eine Eierspeise. Ja. Würde auch lecker sein. Rühreier. Aber ist nicht die, ja, süße Rührei ist aber nicht die Grundidee. Also man guckt da, ist jetzt wunderbar. Jetzt geben wir einfach das Eigelb rein. Das habe ich schon fleißig vorgearbeitet, also aus ganzen Eiern. Das Eiweiß weg, das Eigelb. Das braucht man gar nicht, das Eiweiß? Nein, hierfür nicht. Also das Eiweiß kann man aufheben, wenn man zum Beispiel dann Suppe klärt, einen Eischnee aufschlägt beim Backen, wenn man einen Baiser macht, also muss man nicht wegmachen. Hier, das stockt natürlich mit dem Eigelb. Wir rühren das schön ein. Und was man noch ein bisschen aufpassen muss nachher, wenn wir das gleich abfüllen, dass wir nicht zu viel Bläschen schlagen. Weil das tut sich dann wahnsinnig schwer beim Brüllieren. Soll ich hier schon mal die Deckel abnehmen? Ja, bitte gern. Damit wir das schneller einfüllen können. Bin ich zu langsam heute das? Nein. Um Gottes Willen, ich wollte Ihnen jetzt keinen Druck machen. Ja. Ich hoffe, Sie können damit umgehen. Mit Druck, das läuft, wir sind das gewohnt. Den Strom brauchen wir nachher noch, aber jetzt nicht. Nein, alles gut. So, wir haben jetzt Eigelb drin. Wichtig ist, wir machen auch noch hier ein bisschen einen Sprit rein. Wir haben da ein bisschen Cremonier, einen Orangenlikör. Der unterstützt das noch mehr ein wenig. Ja, kann man auch probieren. So mit kleinen, ich wollte nur mal riechen. Mal ein bisschen Nuckeln drauf. Super. Später. Wollen Sie mal probieren? Einfach schon mal, das sieht man, wow, toll. Also die Orange kommt super raus. Was wir natürlich machen können, um noch ein bisschen mehr Frische zu geben. Zack. Ein bisschen frischen Saft oder ein bisschen säurer geht noch. So, oder? Mhm. Und damit haben wir jetzt die Grundmasse für die Crème Brûlée fertig. Sieht jetzt natürlich flüssig aus. Das wird in die Förmchen reingeben. Wir haben den Ofen auf
jetzt 100 Grad ungefähr. Da muss man auch immer zu Hause ein bisschen gucken. Jeder kennt seinen Ofen selber. Man weiß, der eine braucht 2-3 Grad mehr, der andere 2-3 Grad weniger. Es soll halt nicht zu heiß werden. Wir machen es auch gar nicht im Wasserbad, sondern wirklich nur jetzt die Masse rein. Brauchen dann im Prinzip auch normalerweise so ungefähr eine Stunde. Die Masse soll dann so eine ganz leichte Oberflächenspannung haben. Das heißt, wenn man so ein bisschen rüttelt, soll sie fest sein, aber das soll sich noch ganz leicht bewegen. Mhm. So ein bisschen wackelig halt. Ganz genau. Das ist die... Und Deckel direkt drauf? Oder? Nein, das machen wir jetzt ohne Deckel. Das machen also ohne Deckel in den Backofen? Ganz genau. Also man kann es auch im Wasserbad, aber diese Methode ist halt noch viel einfacher, weil im Wasserbad ist natürlich auch immer gefährlich, dass es dann zum Beispiel ins Wasser reinfällt, wenn man da mit dem Blech... Also das ist wirklich super zum Vorbereiten. Also gerade wenn man Gäste hat, einen Tag vorher... Einfach wieder rechtzeitig rausstellen, damit es auch nicht zu kalt ist, kann man im Kühlschrank lagern, überhaupt kein Problem. Und wenn es dann gestockt ist, dann kommen erst Beeren drauf? Genau. Wir werden, ich kann das auch gleich dann nochmal zeigen, wir werden, genau, fast. Ich reiche Ihnen das mal an. Danke sehr. Also die stocken wir oder garen sie jetzt. Dann wird es so wie auf Deutsch, sagen wir mal, so ein schöner, ein klassischer Eierstich. Ja? Und dann muss man sie überkühlen lassen, leicht. Wobei wir hier auch, das haben wir ja gerade vorhin auch besprochen, der eine sagt, er mag sie gerne warm, der andere kalt, aber sie soll nicht zu kalt sein, aber sie muss natürlich ein bisschen abkühlen, damit die Masse wirklich schön cremig durch und durch ist. Und dann machen wir oben ein bisschen einen braunen Zucker drauf, den karamellisieren wir und dann garnieren wir das natürlich schön mit Beeren. Haben Sie das alles mitgeschrieben, meine Damen und Herren? Nein, ist nicht schlimm. Wir haben das Rezept für Sie nämlich im Internet hinterlegt unter www.hallohessen.hr.de und dann können Sie das gefahrenlos mit allen dazugehörigen Zutaten nachkochen. Lieber Bertel, ich danke Ihnen schon mal ganz herzlich. Oder haben Sie da was vorbereitet? Ja, wir haben jetzt eine Stunde Zeit und ich dachte mir, wir wollen ein bisschen mit dem Feuer spielen. Ja, natürlich. Das wusste ich jetzt nicht, dass Sie da also so... Also hier von meinem großen Kollegen, den Johann, der hat mir gesagt, ihr habt da was vorbereitet. Mhm. Und das haben auch wir gemacht. Genau. Das heißt, wir machen das jetzt, die Creme sieht man, die ist gestockt, die ist jetzt auch durchgekühlt durch die Schwabbelziehe oder hat sie nicht mehr die Konsistenz, dann einfach mit braunem Zucker schön bestreuen. Da darf man ruhig auch mal ein bisschen mehr machen. Man soll nur gucken, dass die Creme nicht, man sieht auch, wie sensibel das ist, die bewegt sich auch noch ganz, ganz leicht. Mhm. Das heißt, man muss da schön aufpassen. Und dann feuerfrei. So, jetzt wird es spannend. Aber wie gesagt, ja, wir haben da Leute mit dem Waffenschein, falls es... Ja. Aha. Also die großen Portionen machen Sie mit dem Flammenwerfer und das hier mit so einem... Das läuft, ja, genau. So. Und dann im Endeffekt einfach so ein bisschen aufpassen, dass es nicht verbrennt, schön auch am Rand und eine schöne Karamellkruste erzeugen, dann haben wir schon. Also wir brauchen 4 oder 5 Stück davon. Genau. Ja, machen Sie bitte mal, wir freuen uns drauf. Mehr kochen gibt es übrigens mal. Wir gehen gar nicht rüber. Der Kollege Seebacher kommt zu uns. Jetzt gibt es Creme Brûlée mit Karamellgeschmack sozusagen. Das gleich mal schon ein bisschen, wenn Sie es noch nicht rausnehmen. Danke. Löffel dazu. Danke. Jetzt mal was richtig Irisches. Ich gehe es weiter, die nicht. Die nicht? Die, ja. Die nehme ich. So, Dankeschön. Oder? So, bevor wir probieren, das wollen wir mit aller Ruhe und mit jedem Genuss genießen, darf ich an dieser Stelle schon mal sagen, am Montag geht es hier mit Hallo Hessen weiter. Dann wird Selma Özil für Sie da sein. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Herrn Winkler. Schön, dass Sie bei uns waren und schön für diese unglaublichen Berichte, die Sie mitgebracht haben und diese Erlebnisse, in denen Sie uns haben teilnehmen lassen. Spannend. Ohne Ende. Danke für Ihren Besuch. Andreas, toi, toi, toi. Ja, vielen Dank. Danke für Samstag, 18.30 Uhr, HR-Fernsehen der Hessen. Sonntag, 18.30 Uhr, der Hessen-Reporter. Bertel, danke fürs Kochen. Es schmeckt großartig. Ich werde es jetzt nämlich auch probieren. Danke dir. Ich kann auch nicht. Du hast noch hier die Astronautennahrung. Die Astronautennahrung. Sebastian, ich danke dir fürs Kommen. Sehr gerne. Es schmeckt toll. Und damit sage ich jetzt schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Wir sehen uns bald wieder. Hier geht es jetzt weiter mit Hessen Show Kompakt. Tschüss. Das ist lecker. Das ist besser als die erste.